Audi RS6. Seit dem Produktionsstopp des RS4 waren die Jünger gespannt, was die Quattro GmbH als nächstes auf die Räder stellen würde. Der RS6 ist dennoch nicht die Fortsetzung und schon gar nicht die Steigerung des RS4 in Sachen Sportlichkeit. Sein größtes Manko: man kann zwar am Lenkrad manuell die Gänge der Wandlerautomatik bestimmen, jedoch schaltet das Getriebe trotzdem bei Volllast einen Gang zurück. Das verhindert sauberes Herausbeschleunigen aus Kurven und kostet Zeit. Doch lässt sich ein RS6 noch weiter tunen. Der Schweizer Tuner Sportec legt auf Wunsch nach. Optisch wirkt der RS500 mit 20 mm Tieferlegung noch ein wenig bulliger als die Basis. Die filigranen 20 Zöller beherbergen mächtige 400 mm Bremsscheiben an der Vorderachse. Am Heck lassen vier Rohre den Biturbo V8 ausatmen. Dieser versteckt sich unter viel Kunststoff und wird mit maximal 1,15 bar zwangsbeatmet. Er generiert glatte 500 PS. Sofort fällt das veränderte Automatikgetriebe auf. Die Schaltvorgänge sind deutlich schneller, aber der damit verbundene heftige Ruck ist der Lebensdauer der Schaltbox weniger zuträglich. Trotzdem wären beim Getriebe weitere Änderungen wünschenswert. Im manuellen Modus sollte weder hoch noch runter geschaltet werden, egal was der Drehzahlsensor und das E-Gas sagen. Das Leistungsvermögen wäre somit viel gezielter einsetzbar. Der um 0,35 bar erhöhte Ladedruck lässt die Leistungscharakteristik etwas spitzer ausfallen. Das Beschleunigungsgefühl ist dadurch spektakulärer, da in den unteren Drehzahlen erst weniger, dafür aber in höheren Umdrehungsregionen mehr Leistung kommt. Das spezielle Fahrwerk gewinnt dank Sportfedern deutlich an Härte. Kurze Stöße werden vorne zusätzlich durch die flachen Reifen sehr hart wiedergegeben. Die höheren Sturzwerte an der Vorderachse lassen den RS500 williger einlenken. Im dynamischen Grenzbereich zeigt er ein etwas agileres Heck als die Serie. Trotzdem legt der flinke Kombi auch in schnellen Kurven ein neutrales Fahrverhalten an den Tag. Die üppig dimensionierte Bremsanlage sorgt für keine Verbesserung der Verzögerungswerte. Wie die Serienanlage ist sie standfest ohne Ende. Kein aufweichender Druckpunkt, kein durchfallendes Pedal, kein Fading. Auf dem kleinen Kurs in Hockenheim ist der Sportec mit 1,17,3 genau 7 Zehntel schneller als sein Serienpendant. Es liegt auf der Hand, woher die Zeitdifferenz kommt. 50 PS mehr Leistung, schnellere Schaltzeiten, höhere Sturzwerte an der Vorderachse und der abgesenkte Schwerpunkt. Die Preise gibt's bei Sportec auf Anfrage.